Die amerikanische Videoplattform YouTube schafft es täglich, mehr als 1 Milliarde Aufrufe zu generieren und hat im Monat mehr als 1,9 Milliarde angemeldete Nutzer. Insgesamt steht die Plattform in 80 Ländern, in 91 Ländern und 80 Sprachen zur Verfügung. Damit hat es YouTube geschafft, innerhalb von 40 Jahren knapp 95% aller Internetbenutzer weltweit zu erreichen. Mein Name ist Malik Lebehert und ich bin selber seit 4 Jahren als Content Creator auf der Plattform tätig. Ein Content Creator ist, für alle, die es nicht wissen, jemand, der Inhalt kreiert und dieses dann auf der Plattform hochlädt. Damit schafft man es, nach einer Weile, wenn es gut läuft, irgendwann auch Geld einzunehmen. Hier sieht man die Statistiken meines Kanals, die ich zusammen mit meinen Freunden aufgebaut habe, die in der letzten Reihe sitzen. Wir haben es geschafft, mittlerweile fast 30 Millionen Leute weltweit und knapp 68.300 Abonnenten zu erreichen. Mittlerweile schaffen wir es durch verschiedene Sponsorenverträge wie Amino oder Nox Cleaner, durch den Vertrieb von eigenem Merchandise und durch Patreon, durch Kundensupport Geld einzunehmen. Ich habe eine Frage an Sie. Wer von Ihnen hat diese Woche schon ein YouTube-Video angeschaut? Okay, das sind doch einige. Das heißt, Sie gehören zu den 95% der Internetbenutzer, ja, dazu. Was mir aber aufgefallen ist, seitdem ich als Content Creator aktiv bin, ist, dass die meisten Leute tatsächlich nicht wirklich darüber Bescheid wissen, wie die Plattform überhaupt agiert und welche Mechanismen und Besonderheiten dahinter stecken. Und darüber möchte ich Ihnen heute ein bisschen erzählen und ich möchte Ihnen erzählen, wie ich als Content Creator darauf reagiere. Das ist das erste Video, das alle Zeiten zum ersten Mal hochgeladen wurde auf YouTube. Das ist der Mitgründer Karim Jarid. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Das war das erste Video. Mittlerweile hat es 80 Millionen Aufrufe und er hat selber nur mit diesem einzigen Video über 600.000 Abonnenten. Vor 14 Jahren hätte keiner wahrscheinlich gedacht, nicht mal er selbst, wie erfolgreich diese Plattform eigentlich mal sein wird. Mittlerweile steht YouTube dem Alexa-Ranking zufolge, das ist ein Online-Dienst von Amazon, dessen Aufgabe es ist, die meistbesuchtesten Domains weltweit zu analysieren, auf Platz 2. Kann sich jemand vorstellen, wer auf Platz 1 ist? Twitter. Nein, Google, ja natürlich. Es ist die Mutterfirma Google selbst. In Österreich sieht die Platzierung übrigens genauso aus. So. Im Prinzip basiert das System von YouTube auf einer Theorie, die bereits in den 1970er, 80er Jahren von Georg Frank entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Für Georg Frank ist die Aufmerksamkeit heutzutage das höchste Gut, das wir haben. Die Medien finanzieren sich darum, dass sie uns Informationen bieten, um somit an unsere Aufmerksamkeit zu kommen. Und damit schaffen sie es, ihren Betrieb zu finanzieren. Hier ist noch ein sehr interessantes Zitat. Nicht die Nachfrage nach Informationen hat die Medien groß gemacht, sondern es ist die geniale Geschäftsidee, dem Publikum Informationen zu bieten und somit an unsere Aufmerksamkeit zu kommen. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie YouTube das macht. Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Heutzutage ist sogar das nicht ganz so aktuell. Mittlerweile werden sogar teilweise 2 Clips vor einem Video geschalten. So. Aber was schafft man eigentlich, dass es YouTube so besonders wird? Wie wird die Plattform so speziell, dass sie sich von allen anderen Videoplattformen abhebt? Dazu gibt es einige Algorithmen. Es gibt die auf Gesundheit. Es gibt die auf Keywords basierte Suchmaschine. Es gibt die Video-Highlights auf der Startseite. Es gibt das Content-ID-System. Vielleicht ist das dem einen oder anderen bekannt. Das ist ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass das Material, was auf YouTube hochgeladen wird, auf Urheberrecht überprüft wird. Und falls ich jetzt zum Beispiel ein Video hochlade, irgendeinen Film, dann kommt das Content-ID-System und kennzeichnet das als Urheberrecht der jeweiligen Firma. Und dann gibt es noch das, über das ich heute ein bisschen erzählen werde, das System of Recommendations, das ist der Empfehlungsalgorithmus. Der Empfehlungsalgorithmus, der ist das hier, nachdem Sie sich ein Video angeschaut haben, nimmt dieser Empfehlungsalgorithmus Ihre Signale auf und empfiehlt Ihnen weitere Videos, um somit zu gewährleisten, dass Sie noch einen längeren Aufenthalt auf der Plattform haben. Ja. Wir sehen am Ende des Tages, wenn wir auf YouTube sind, immer nur die Spitze des Eisbergs.
Es gibt so viel Material, das sekündlich auf YouTube hochgeladen wird, dass es für uns Menschen niemals möglich wäre, alles zu betrachten. Deswegen hat YouTube diesen Algorithmus entwickelt, um das große Ganze auf Kleines, auf uns Personalisiertes zu reduzieren. Das ist Neil Mohan, der Chief Product Officer von YouTube. Und der hat im Jahr 2017 schon gesagt, dass der Empfehlungsalgorithmus mittlerweile tatsächlich für 70% der Zeit, die Userinnen auf der Plattform verbringen, verantwortlich ist. Auf der mobilen Applikation schafft es sogar, den Aufenthalt bis auf eine Stunde zu maximieren. Wenn der Algorithmus, der Empfehlungsalgorithmus, Teil von Untersuchungen wird, dann ist das, was vor allem hervorgehoben wird, diese unglaubliche, komplexe Maschine, die dahinter steckt. Es ist ein Algorithmus und er ist ein Musterbeispiel des Deep Learnings. Was ihn ausmacht, ist erstmal, dass er eine unglaublich große Datenmenge verarbeiten muss. Des Weiteren wird andauernd neues Material hochgeladen. YouTube schläft nie, man kann jeden Tag, in jedem Jahr, zu jeder Minute ein Video hochladen. Und das Dritte ist es, das vielleicht viele von Ihnen kennen, dass es sehr schwer ist für uns, Vorhersagen zu machen, was wir denn als Nächstes schauen möchten. Und da gibt es was sehr Interessantes, das haben Uniwissenschaftler aus Regensburg so benannt, sogenannte Trash 2.0. Man kennt das alles, man schaut sich ein Video an zufällig und plötzlich hat man 100 Videos, die ähnlich sind, wo man sich das nur kurz mal anschauen wollte. Ich habe eine Frage an Sie. Hat vielleicht irgendjemand einen Skandal um den Empfehlungsalgorithmus dieses Jahr mitbekommen? Ich habe schon gedacht, dass Sie. Deswegen bin ich heute hier. Es wird eben meistens nur positiv darüber berichtet, aber ich wollte auch was Negatives erzählen. Es gab dieses Jahr nämlich einen Pädophilie-Skandal auf YouTube. Was war passiert? Eine junge Mutter aus Brasilien lud ein Video von ihrer Tochter hoch, ungefähr 4 Jahre alt. Das zeigte sie in der Badewanne mit einem Badeanzug, wie sie mit einer Freundin spielte. Innerhalb von kurzer Zeit erreichte das Video 400.000 Klicks. Und was eigentlich nur Familie und Freunde war, wurde von Pädophilen weltweit geteilt und angeschaut. In den Kommentaren teilten sich diese aus, schickten sich verschiedene Links zu diversen Seiten. Und was der Empfehlungsalgorithmus jetzt damit zu tun hat, ist, dass er, nachdem man sich dieses Video angeschaut hat, immer weitere ähnliche Videos vorgeschlagen hat. Das ist natürlich seine Aufgabe, aber hier nach diesem Video schlug er halt Videos vor von kleinen Mädchen, die Yoga machten oder von kleinen Mädchen, die massiert wurden. YouTube kam dafür sehr in die Schlagzeilen, das ist ein Artikel der New York Times, die wurden sehr dafür kritisiert, weil die Videos vor allem noch sehr lange verfügbar waren und man damit sozusagen Pädophilie eine Plattform geboten hat. So, jetzt möchte ich Ihnen aber über den Wandel YouTubes erzählen und wie ich als Content Creator darauf reagieren kann. Also, als YouTube begann damals, war das Prinzip im Prinzip ganz einfach. Ich lade Content hoch und dadurch komme ich irgendwann an Abonnenten. Diese Abonnenten kommen wieder auf die Plattform zu mir, schauen sich wieder meinen Content an und dadurch generiere ich wieder neue Abonnenten. YouTube wollte aber unbedingt die Aufrufzahlen maximieren. Und deswegen hat man dann den Empfehlungsalgorithmus entwickelt. Was ist das Besondere daran? Wenn ich als Content Creator ein Video in der Woche hochlade, dann kann es sein, dass Sie einmal in der Woche auf die Plattform kommen und sich nur mein Video anschauen. Der Empfehlungsalgorithmus schafft es nun aber, Ihnen ähnliche Videos vorzuschlagen. Sprich, für ihn bedeutete ein Abonnement auf meinem Kanal nicht mehr, ich möchte nur Videos von ihm sehen, sondern ich möchte Videos sehen, die auch ähnlich sind, die meinen Interessen entspringen. Und damit schafft es YouTube tatsächlich, die Aufrufzahlen drastisch in die Höhe zu schießen. Es gibt mittlerweile durch den Empfehlungsalgorithmus ein sehr bekanntes Phänomen, das ist das sogenannte YouTuber-Burnout. Sehr viele große YouTuber leiden unter Depressionen, weil sie irgendwann merken, dass sie nicht wirklich mehr einen Einfluss auf ihren Erfolg haben. Das liegt daran, dass es nicht wirklich zu identifizieren ist, wie der Algorithmus in nächster Zeit arbeiten wird. Und das große Ding ist halt, es ist eigentlich unmöglich, ein Experte auf YouTube zu sein. Es gibt laut dem Nobelpreisträger Daniel Kahneman 3 Sachen, die einen Experten ausmachen. Erstens mal brauchst du stundenlange Übung. Zweitens brauchst du ein Feedback, das dir zeigt, wie du vorankommst. Und drittens brauchst du gleichbleibende Regeln. Jetzt eine kleine Fragestunde. Haben wir auf YouTube stundenlange Übung? Ja. Ja, haben wir. Haben wir Feedback auf YouTube? Ja. Haben wir tatsächlich. Wir haben Google Analytics, wir haben viele Tools, die uns zeigen, wie unser Video erfolgreich abschneidet. Haben wir die gleichbleibenden Regeln? Und das ist der springende Punkt. Die haben wir nicht. Da der Algorithmus immer wieder mit neuen Daten konfrontiert wird, ändert es sich immer wieder. Und das
bringt den Algorithmus halt sozusagen zu einer gewissen Unberechenbarkeit und macht es auch für Content Creator sehr schwer, darauf zu reagieren. Es gibt einen berühmten YouTuber, der 2017 viral gegangen ist und der hat einen sehr interessanten Vergleich erzählt. Ich spiele das Video ab, aber es ist ohne Ton. Vielleicht kennen Sie das. Das ist ein Psychologe, der, ich glaube in den 80er Jahren, ein Experiment gemacht hat mit Tauben. Man hat den Tauben Essen gegeben, sie waren in einem Käfig eingesperrt und sie haben immer Essen bekommen, wenn sie einen Schalter gedrückt haben. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hat man ihnen das Essen zufällig reingeschmissen. Und bei den Tauben war es so zum Beispiel, wenn sie sich gerade geputzt haben, haben sie versucht, so einen Ursache-Wirkungszusammenhang zu finden. Das heißt, sie dachten, okay, jetzt putze ich mich und jetzt bekomme ich Essen. Und dieser YouTuber hat halt gesagt, dass es mit den Content-Creatern auf der Plattform heute ähnlich ist. Sie sehen irgendwelche Zusammenhänge und glauben, da was zu entdecken und sagen dann, okay, das ist das Erfolgsrezept, mit dem ich größer werden kann. Sehr süße Tauben. Ich drücke weiter. Ja. Allerdings gibt es tatsächlich ein Rezept, das Content-Creator benutzen können und ich möchte Ihnen ein paar davon zeigen heute. Das erste, was man herausgefunden hat, 2018 hat das Pew Research Center, ein amerikanisches Forschungsprojekt herausgefunden, dass YouTube seinen ZuschauerInnen generell längere Videos empfiehlt. Das springende Punkt ist halt, es ist eh klar, logisch, YouTube möchte, dass man noch mehr Zeit auf der Plattform verbringt und dadurch noch mehr Werbung ansieht und YouTube dadurch noch mehr Geld generiert. Und da hat man herausgefunden, dass nach 174.000 Random Walks, das ist so, man hat ein Video angeschaut, hat aufs nächste Empfohlene gedrückt und immer wieder fünfmal. Und nach 174.000 Random Walks hat man gesehen, dass sich die Videos durchschnittlich um 5 Minuten verlängern. So. Der nächste springende Punkt ist sogenannte Click-Through-Rate. Hat schon jemand mal was davon gehört? Ja, sicher. Auf YouTube ist das sozusagen der prozentuale Anteil der User, welche auf das vorgeschlagene Video von dir klicken, nachdem es ihnen von dem Empfehlungsalgorithmus empfohlen wird. Und dazu gibt es tatsächlich einige Tricks, wie man diesen beeinflussen kann. Das war die Frage. Wenn Sie sich das hier anschauen, was glauben Sie, könnte ich als Content Creator machen, dass Sie jetzt genau auf mein Video klicken? Oben in der oberen Reihe ankommen. Ja, aber ich meine, wenn Sie die Videos anschauen, wie kann ich Sie beeinflussen, dass Sie unbedingt auf mein Video klicken wollen? Ansprechendes Foto, genau, darauf wollte ich hinaus. Das sind die sogenannten Thumbnails. Und da gibt es halt einige Tricks. Ich habe Ihnen jetzt ein paar gute Thumbnails gezeigt. Das sind Thumbnails, die vor allem in sehr viel kurzer Zeit mit einer wenigen Abonnentenzahl sehr viele Klicks erreicht haben. Man sieht, es steht nicht sehr viel Text oben auf dem Video und es ist immer ein gewisser Focus Point. Der bringt die Leute dazu, dass man auf das Video klicken will und herausfinden will, was passiert. Der erste hat es sehr anschaulich gemacht. Das zweite ist ein bisschen verrückt unterwegs und der dritte auch. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel ein Beispiel von mir. Da gibt es einen kleinen Trick, den ich Ihnen heute sagen werde. Es ist so, dass nach ungefähr 4 Tagen der YouTube-Algorithmus Ihr Video erneut berücksichtigt und es erneut den Zuschauern vorschlägt. Und da gibt es tatsächlich einen Trick, den ich hier eingezeichnet habe. Wenn man nach 4 Tagen das Thumbnail ändert, kann es sein, dass die Klickrate wieder steigt. Ich habe Ihnen das hier gezeigt, beim nächsten Beispiel sieht man das noch besser. Das habe ich gerade gestern gemacht und man sieht, die Klickrate ist von unter 12% auf 33% hochgestiegen. Das ist halt auch ein gutes Ding, das man machen kann, auch bei älteren Videos, die keine Views mehr bekommen, dass man einfach das Thumbnail ändert, die Leute es sehen und dann wieder draufklickt. So, des Weiteren ist auch die Zuschauerbindung sehr wichtig. Was bedeutet das? Das ist die durchschnittliche Wiedergabezeit. Der Algorithmus meist natürlich auch, wenn Sie jetzt nur ein Foto haben, das die Leute lockt, sich dann das Video aber nur 10 Sekunden anschauen, dann weiß er das sogenannte Clickbait. Sprich, das verspricht Ihnen was, was es gar nicht gibt. Und deswegen berücksichtigt er auch die Zuschauerbindung. Und auch dafür gibt es einige Tricks. Ich zeige Ihnen jetzt mal, bei uns ist es so, wir hatten dieses Jahr, muss man sagen, Ende Oktober bis Anfang November eine kleine Pause auf YouTube wegen urheberrechtlichen Problemen. Aber wir haben es mittlerweile wieder geschafft, die durchschnittliche Wiedergabedauer um 5% zu erhöhen. Hier sieht man es. Und dafür benutzen wir auch einige Tricks, von denen ich noch 3 jetzt zeigen werde. Das erste ist nämlich, dass wir unseren Zuschauern am Anfang des Videos sagen, dass wir diese Woche die besten Kommentare auswählen werden und diese dann am Ende des Videos präsentieren. Was passiert ist, die Leute sagen, hey, ich kommentiere damit. Das sorgt für viele Kommentare, was auch vom Algorithmus berücksichtigt wird. Und vielleicht bin ich nächste Woche dabei und deswegen schaue ich mir das Video bis zum Ende an.
Ein weiterer Trick ist unsere Hall of Slam. Wir haben immer auf Patreon, das ist so eine Plattform, da können Unterstützer ihre Künstler, die sie lieben, unterstützen mit Geld. Und da haben wir unsere monatlichen besten Spender drinnen. Und der eine oder andere, der das spendet, möchte dann immer unbedingt sehen, ob sein Name auch dabei ist. Und da haben wir noch das Letzte, was wir seit Jahren machen. Wir haben ein wiederkehrendes Outro-Bild, auf das die Zuschauer hinzufiebern. Da haben wir entspannende Musik nach dem lustigen, unterhaltsamen Video und ein nettes Bild. Ja, und mit diesem Bild bedanke ich mich bei Ihnen. Mit diesem Bild schließe ich, beende ich meine Präsentation. Und jetzt können Sie mir Fragen stellen. Dankeschön. Wir? Ich habe es bewusst nicht gezeigt, weil ich dachte, dass es vielleicht nicht ganz unsere Zielgruppe ist. Wir machen Memes. Also, wir machen Memes. Also ich kann ein Video zeigen, wenn Sie wollen. Ja. Ich muss dazu erklären, dass der Content, der ist vor allem für amerikanisches Publikum im Alter von 17 bis 35. Das sind Memes. Wissen Sie, was Memes sind? Ja, wirklich. Also es sind zu 60-70% Amerikaner. Aber wir schaffen es. Ja, das sieht man im Google Analytics, kann man ganz genau sehen. Es wurden weltweit abgespielt, aber vor allem in den USA. So, ich zeige Ihnen ein Video. Ich muss dazu sagen, dass unsere Thumbnails auch auf unser Publikum abgestimmt sind. Deswegen erschrecken Sie sich nicht. Ungefähr 17 bis 35. Wo ist der Schwerpunkt? Auf welchem Alter? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich gerne noch jüngere Leute erreichen. Weil die noch mehr auf YouTube sind, aber so 17 bis 25, das gefällt uns eigentlich schon. Da gibt es viel zu holen. Halt, je älter es wird, desto uninteressanter wird es sozusagen für uns. Ja, sozusagen. Also, wir haben zum Beispiel fast keine Zuschauer, die über 50 sind. Das gibt es nur ganz selten. Und wir haben auch nur männliche Zuschauer. Ich glaube, Männer? Zumindest unsere Memes schauen zu 99% nur Männer. So, ich zeige Ihnen das hier. Das war im Prinzip ein kleiner Ausschnitt. Das waren bitte? Das waren jetzt keine 10 Minuten. Nein, wolltest du die ganzen 10 Minuten? Ja? Es ist halt ein Nischenhumor, muss man dazu sagen. Aus dem Internet, aus Instagram und YouTube. Das kann man tatsächlich sagen. Ja, wie schaut es mit den Urheberrechten dann aus? Also so erstmal, diese Videos fallen unter das Fair-Use-Prinzip. Das bedeutet, dass Leute die Videos nehmen und bearbeiten, so dass sie keine copyright-rechtlichen Probleme bekommen. Bei uns ist es so, wie bitte? Also zum Beispiel das zweite Video, das Sie gesehen haben, das wird wahrscheinlich auch kein Urheberrecht haben, aber vielleicht bei der Musik. Es ist so, dass die Musik, die da urheberrechtlich geschützt sein kann, nur ein kleiner Teil zu dem eigenen Projekt ist. Also er hat zwei Videos reingeschnitten, er hat noch Transparenz eingefügt und dann eben die Musik. Und das entscheidet dann der Content-Algorithmus meistens, dass das unter die Kategorie Fair Use fällt. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe schon davon gehört, ja, dass man das bearbeiten kann, aber in Amerika ist das offener, hier in Europa, da wird man auch schon eigentlich alles auf das, also das ist auszuschließen. Also das ist schon quasi, deswegen, ich weiß nicht, weil Sie haben es gar nicht irgendwas. Das habe ich natürlich schon mitbekommen. Das ist auch etwas, vor dem wir, ja, ich möchte nicht sagen Angst haben, aber etwas, mit dem wir zurechtkommen werden müssen. Es gibt tatsächlich jetzt diese Idee dazu, dass man solche Upload-Filter machen kann, indem man halt keine urheberrechtlich geschützten Materialien mehr benutzen kann. Also erstens ist es noch nicht ganz fest beschlossen worden. Wenn es kommt, glaube ich, wird es noch dauern bis 2021. Und zweitens ist das Ding ja, dass es technisch nicht wirklich möglich ist. Und es gibt auch Methoden, mit denen man das umgehen kann. Es gibt zum Beispiel VPN. Das bedeutet jetzt, wenn ich mein Video aus Österreich hochladen kann, kann ich das umstellen und dann schaut es halt so aus, als würde ich das Video aus den USA hochladen. Und dann würden diese technischen Geräte das nicht mehr erkennen. Ich habe eine Frage zu denen. Wir von der Uralt-Generation. Ja. Jetzt auch im Bereich so Marketing, Werbung heißt es immer, wenn du den 10-Minuten-Video gepostet, heißt das immer, bitte schau, dass du dich kurz hältst, also so maximal 1-2 Minuten ist eh schon fast zu lang. Du hast 10 Minuten, das heißt ja immer, du verlierst ja die Leute nach einer gewissen Zeit. Sowieso, das stimmt eh. Die Länge, ist das kein Punkt für dich, dass du sagst, 10 Minuten? Es ist wichtig eben, es ist wichtig, die 10 Minuten zu machen haben. Erstmal wegen dem Empfehlungsalgorithmus, weil der immer wieder längere Videos empfiehlt. Ich habe das zum Beispiel auch, ich habe dieses Jahr bei meiner Bachelorarbeit, habe ich mich mit Kindervideos in Österreich untersucht.
Da habe ich halt 250 Videos untersucht und geschaut, ob sie immer länger werden oder kürzer. Und da war es so, in 70% der Videos hat der Empfehlungsalgorithmus immer länger werdende Videos empfohlen. Und deswegen haben wir uns halt diese 10-Minuten-Marke ausgesucht. Des Weiteren ist es auch so, das ist bei uns jetzt nicht mehr der Fall, aber dass, wenn man seinen Kanal monetarisiert, sprich, dass man Geld damit verdienen kann, kann man ab 10 Minuten in der Mitte nochmals Werbung schalten und damit mehr Geld verdienen kann. Wie viel Geld macht man mit dem? Das ist unterschiedlich. Also bei uns ist das Ding, mit den Aufrufen generell verdienen wir zurzeit kein Geld. Das liegt daran erstmals an den urheberrechtlichen Problemen und zweitens daran, dass YouTube unseren Kanal demonetarisiert hat. Sprich, sie haben uns das Recht, damit Geld zu verdienen, weggenommen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, zurzeit daran zu arbeiten, den Kanal noch größer zu machen und dann nächstes Jahr wieder zu monetarisieren. Wir verdienen allerdings Geld durch Sponsorenverträge, Merchandise und durch Patreon. Außer also unserem Kanal? Ja. Wie meinst du das generell für YouTube? Nein, geldverdienstmäßig. Geldverdienstmäßig? Mhm. Ich kenne zum Beispiel PewDiePie, das ist der größte YouTuber. Der hat, glaube ich, alleine im letzten Jahr knapp 70 Millionen verdient. Aber wie funktioniert das? Pro Klick. Also es ist so zum Beispiel, wir haben früher mit unseren Aufrufen, sind 1000 Aufrufe ungefähr 1 Euro wert. Und das kriegt man dann direkt von YouTube bezahlt? Oder wer zahlt das? Wie bitte? YouTube, ja. YouTube bekommt das Geld. Es wird ganz normal überwiesen. Da muss, man muss Teil des Partnerprogramms sein von AdSense. Und dadurch bekommt man das Geld von Google ausgezahlt. In Österreich bekommt man das von Google Irland. Und das Geld kommt in Wirklichkeit von denen, die Werbung schalten? Die Werbung schalten, richtig, ja.